Ein wunderschönen Klicker Heroes Folge 47. Yay! Ja, man sieht bereits, ich habe heute früh mal doch wieder auf dem aktiven Bild gewechselt, einfach um jetzt hier nochmal ein bisschen weiterzukommen, weil der passive Bild, der hat so gut funktioniert, also dieser Idle Bild, hat aber nicht noch, kommt dann nicht an unserem aktiven Bild ran. Von daher bleiben wir erstmal aktiv und snacken mal kurz den nächsten Boss weg. Gut, den kriegen wir vielleicht noch tatsächlich so. Ist natürlich leider kein Primal, schade eigentlich. Bom. So, gucken wir mal hier, was hier abgeht. Blase. 60% auf 10 mal Gold, 50% mehr Kisten, 1% Klick-Kombo. 2% Chance auf doppelte Rubine für klickbare Feature. Ah, genau, okay. So, hier haben wir mal ein bisschen was. Wow. Na gut, komm her. So, ansonsten. Würde doch eh wieder nicht überleben. Selbst der wird wahrscheinlich wieder sterben, kurz 15 Sekunden vor Ende. So, wie sieht es denn hier aus? Sieht doch schon wesentlich besser aus. Ah, das bringt noch nicht ganz. Schade eigentlich. Ha, na, in der Tier hochzuleveln bringt aber auch nicht allzu viel. Abrrr. Na gut, wir gucken erstmal. Nächster Boss. Bitte ein bisschen Glück ist der Primal. Komm. Sushi! Noch zwei Gegner. Noch ein Gegner. Und ja, Primal Boss. Und den schaffen wir auch so, ohne Skills. Nice. So, dann haben wir schon mal 90, nee, mehr als 90, dann haben wir 100 Heroes Souls. Die Frage ist, was wollen wir erreichen? Hier noch zu leveln bringt gar nichts. Ich versuche tatsächlich jetzt erstmal hier unsere passiven Dinger hoch zu leveln. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ihn hochleveln. Und zwar ein ganzes gutes Stück, damit wir extrem viel Gold verdienen. Damit wir dann im nächsten Run tatsächlich relativ schnell pro Monster bekommen. Alternativ könnt ihr natürlich gucken, was wir hier noch so. Genau, hier bekommen wir erstmal gar nicht, dann müssen wir erstmal rerollen. Was aber leider schon mächtig teuer ist. Das Problem ist halt, die aktuellen bringen uns halt absolut gar nichts. So, der hier wird auch langsam zu teuer. Den müssen wir leider auch erstmal zurückstecken. Von daher bleibt uns tatsächlich erstmal nichts anderes übrig, als die vorhandenen schön hochzuleveln. Das heißt also ihn und die beide. Und dann müssen wir gucken, dass wir noch ein bisschen was übrig haben, um nochmal damit unseren Damage hochzuhalten quasi. Das heißt, ich werde mich tatsächlich erstmal auf ihn konzentrieren, ausschließlich. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So, das Ding lasse ich hier mal als Startkapital für die nächste Ascension, die wir nämlich gleich an Angriff nehmen werden. Von daher können wir hier ein bisschen auf die Kacke hauen. So, bin mal gespannt, ob der nächste Boss ein Primal ist. Ja, er ist Primal. Oha. Bom. Yay. Nochmal 25 dazu. 27 dazu.
So, sehr schön. So, der Boss bei 85 dürften wir auch schaffen. Die Frage ist halt nur, der dürfte wahrscheinlich nicht mehr Primal sein. Schade eigentlich. Sie mal so lange dort. Noch zwei Bosse. Noch zwei Gegner. Dann kommt der nächste Boss. Ah, war ist natürlich kein Primal Boss. Gut, komm. Wir senden einfach mal. Bam. Dankeschön. So, jetzt machen wir mal etwas, was vielleicht ein bisschen dumm ist. Erstmal aktiviere ich hier dich, solange wie wir hier noch hier rum doktoren. Und zwar setzen wir ihn erstmal so lange hoch, bis wir ungefähr bei allen gleich viel Prozent haben. Na gut, okay, der ist hier außen vor, aber der wird auch zu schnell zu teuer. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Ah doch, der hat noch 20%. Nee, 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 nee. So, ich glaube mal, das lasse ich dabei schon. Dann kannst du nämlich wieder weg. Boop. Und dann haben wir nämlich hier jetzt wieder 800% mal 1700% mal 300%. Also alles gesagt, Faktor 9 mal 4 mal 18. Na gut, okay, ist ja also knapp 19. Das heißt, wir dürften jetzt schon ordentlich Power haben. Um die Power zu nutzen, brauchen wir natürlich auch Helden. Bop. Gleich dürfte wieder der Idle-Bonus kommen. Und was mir gestern aufgefallen ist, bei meiner mobilen Version und bei den neueren Versionen ist das so, dass wenn man hier die Skills aktiviert, bei den Skills, die Klick-Kombo aktivieren, also heißt also zum Beispiel Klick-Stop oder ähnliches, die ja, schmeißen dann natürlich aus dem Idle-Modus raus. Bei der Version ist es aber so, alle Skills schmeißen einem aus dem Idle-Bonus raus. Und deswegen hatten wir, als wir den zweiten Skill aktiviert haben, der unseren Damage pro Sekunde erhöht hat, obwohl er nichts am Klicken aktiviert hat, hat er trotzdem unseren Idle deaktiviert. Ja, also können wir die Idle, die Skills hier in dem Bild, wenn wir komplett Idle spielen, absolut gar nicht mehr gebrauchen. Ist ein bisschen blöd, ja, ist sogar ganz blöd. Aber gut, was soll man machen? Da steckt er ja nicht drinne. Von daher. Boah. So, gucken wir mal. Können wir jetzt das hier collecten? So, haben wir schon einen Startbonus. Das ist doch ganz geil. 25, 25, 25. Boah, Alter. 25, 25. Lol. So. Ja, komm. Bam. Schön, dass wir langsam in der Insta-Kill-Phase sind. Und jetzt merkt man auch, jetzt würde es sich zum Beispiel lohnen. Ich meine, Level 1 bis Level gut. Sagen wir mal bis Level 30, würden wir eigentlich in einem Klatsch durchbekommen. Heißt also, da uns groß aufzuhalten, bringt nichts mehr. Und genau da kommt dann nämlich quasi er ins Spiel.
Und er verringert praktisch die Anzahl an Monster pro Level. Das heißt also, wenn wir ihn irgendwann mal ganz weit hochgelevelt haben, dann würde er halt hier von diesen 10 Monstern bis zu 8 entfernen, weil immer 2 übrig bleiben. Also mindestens 2 Monster bleiben immer übrig pro Ebene. Das heißt also, wir müssten bei den ersten 30 Ebenen, wo wir eh nichts mehr machen, nicht nur warten, bis die 10 Monster insta gekillt sind, sondern nur noch bis 2 Monster insta gekillt sind. Und ja, das ist natürlich nice. Das ist geil, das gefällt mir. So, wir müssen hier wieder weitermachen. Unsere Heroes schlafen gleich ein. Bam, bam. Und wieder Skills kaufen. Thanks. So. Bop, bop. Wisst ihr was? Ich bleib gleich mal hier in dem Modus drin. Du musst nicht immer die Taste drücken. So. Sehr schön. Boah, Alter, bist Level 50 Instakill. Das gefällt mir. Der Instakill hört jetzt langsam auf, aber wir haben hier auch noch ein bisschen. Bam. Naja, nicht wirklich Instakill. Der Balken taucht nochmal kurz auf. Und wir sind schon wieder bei King Midias. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, und sobald es ein bisschen anfängt, etwas träge zu werden, werde ich dann hier unseren zweiten Bonus einsetzen. Also Bonus ist ja hart erarbeitetes Geld, aber quasi unseren zweiten Booster, wenn man das so nennen möchte. Hallo? Achso, ist ein Boss. Da tritt schon, weil sie jetzt los. Okay. Danke. Danke. Und damit hätten wir den King Midias. Der erste König, den man liebt, weil er nicht Geld nimmt, sondern gibt. Yeah, eine Goldkiste. Wie sagt ihr eigentlich davon ein? Nee, ne? Für Gold haben wir keinen. Ne. Das hatten wir bei dem vorigen Durchgang halt noch. Hatten wir da was? Na gut. Wow. 849,99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 
Und das Schöne bei dem Idle-Build ist, wenn wir idlen und irgendwann mit dem Idle nicht mehr weiterkommen, können wir dann immer noch mit dem Jojo praktisch nachdrücken, indem wir dann wieder quasi innerhalb einer Ascension von Idle auf Active wechseln. Lohnt sich zwar in der Regel eigentlich nicht, weswegen ich es auch persönlich immer nicht mache, aber für die, die auch Clicker Hero spielen wollen, wäre das mindestens eine Option, um noch schnell ein paar Level rauszuquetschen vor der nächsten Ascension. Aphrodite, Nachidashi. Gut, dann machen wir mal hier ein bisschen endlich mal. Wo ist unsere Betty? Betty ist da. Der gönnen wir einfach mal alles. Bom, bom, bom. Wir setzen hier mal alles auf Level 125 hoch. Powered by, warum nicht? So. Bam. Oh Gott, jetzt ist schon Level 90, Alter. Eieieiei. Das gefällt mir aber. So, dann gehen wir mal wieder hier zurück auf Level 25. Dankeschön. So, 5 E20 haben wir auch gleich zusammen. Und schon knacken wir Level 100 wieder. Ich glaube es nicht. Da kommt noch ein bisschen. Ja, ach so, so eine 5 Minuten Kacke. Achso, doch, 2 Stunden. Dazu schon 2 Tage. So, danke dafür. Danke dafür, danke dafür. Als nächstes kommt Aphrodite. Siehst du, wo du den König Medias? Den haben wir doch schon, oder? Ne, haben wir noch nicht. Doch, haben wir aber auch schon aufgegildet. Nicey-dicey. So. Alter, wir sind innerhalb von einem. Wir haben. Digga, was? Wir sind schon Level 100? Oh mein Gott. Ah, langsam. Ups, ich habe gerade geklickt. Ah. Naja, mit Klick muss man aufpassen hier. Sobald man dreimal geklickt hat, kurz hintereinander, deaktiviert man den Idle. Man soll es also tunlichst vermassen, hier zu klicken. Ab und an mal klicken kann man, zum Beispiel wenn in dieser klickerbare Typ kommt. Das ist kein Problem. Aber wie gesagt, sobald man hier dreimal geklickt hat innerhalb einer kurzen Zeitspanne, ist der Idle-Modus weg. Da muss man wieder 60 Sekunden warten, bis der Idle-Bonus wieder auftaucht. Aber, Tisch, ey. So, komm hier. Bam. 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 So, gleich haben wir den nächsten Helden auf Level 25. Oh, und da kommt schon wieder der. Ah, ne, noch nicht. Ne, ist er noch nicht. Dazu schon ist wieder der hier E40 kostet. Wo wir wieder hängen bleiben. Aber der kommt jetzt noch. Wir sind aber auf einem guten Weg dahin. Oh mein Gott. Und schon fängt es wieder an, hier zu regnen. Das ist geil, das gefällt mir tatsächlich. Genau so muss das sein. Genauso ist das hier die perfekte Abbaugeschwindigkeit.
Ne, noch nicht ganz Insta-Kill, aber so schnell, dass man schon nicht mehr wirklich zugucken kann. Das ist so die Geschwindigkeit, die ich persönlich am geilsten finde. Da merkt man noch richtig, wie die abgebaut werden, aber es geht trotzdem ratzfatz. Weil Insta-Kill ist so langweilig, keiner weiß nicht. Also Insta-Kill, wer das erfunden hat, muss nicht sein. Jo, 2E26, da brauchen wir noch ein bisschen. So, da wechsle ich mal am besten hier auf manuelles Hochleveln. Oh. Bumm, und 30 Euro Souls. Goddammit. Wenn ich jetzt schon alles mache, was soll ich denn zwischen den Folgen machen? So, kommst du lange mal weg. Ist nämlich nur noch ein Level. Hopp. Dann kommst du. Dann kommst du und der Finger kommt auf den nächsten. Ja, genau, Frostlief ist der Letzte. Danach kommt dann der Typen für 40. Heißt also, bei Frostlief werden wir jetzt erstmal dann bleiben. Wie toll ist denn Frostlief? 27. Auch haben wir gleich. Haben wir ja gleich. Oh, komm, voll daneben, ey. Boop. Wow. Ja, wenn ihr hier zu schnell raufklickt, dann klickt ihr hier rauf, bevor der nächste Dings da kommt. Aha. Genau. Da kommt der Typ. 440. Alter, da haben wir es jetzt innerhalb des Runs so weit geschafft und sind schon Level 130. Was geht hier ab? Gut, dann würde man sagen, damit belassen wir es doch erstmal, ne? Den Typen werden wir jetzt erstmal schon hochleveln, beziehungsweise bevor wir das machen, also bevor ich die auch nochmal beende, werde ich nochmal unsere anderen Typen hier alle mal auf Level 125 hochziehen. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Na, doch, doch, die kriegen wir noch. Den haben wir gleich. Ja, komm. Bam. So, jetzt müssen wir bloß noch die ganzen Upgrades kaufen. Oh, haben wir schon alle. Und dann können wir wieder hier unsere Finger hier aufsetzen und den Boss zerficken. Okay. Oh, Alter, nee, okay. Ich war noch mal ein bisschen, ne? Ich war noch mal ein bisschen. Ist das krank? Guckt euch das an. Das ist so krank. Jutsche, das heißt, wir kommen langsam endlich mal in einen Bereich, wo es anfängt zu flutschen. Dann werden wir, glaube ich, jetzt in der Session auf jeden Fall mal die Level 300 in Angriff nehmen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall kommen wir weit hinter Level 200. Spätestens nach dem Idle jetzt zwischen den Folgen. Dann sollte das kein Problem mehr sein. Bom, der nächste ist ab Level 75. Haben wir auch bald. Haben wir. Gut, dann war's das jetzt. Mehr bringt es jetzt hier erstmal nicht. Dann würde ich mal sagen, ja. Verabschieden wir uns und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, also denn um 14 Uhr denn, wie abgekrankt wir schon sind. Das gefällt mir tatsächlich. Das ist geil. Okay, in dem Sinne, schau mit V und bis zu Doom Eternal gleich. Beziehungsweise ihr habt ja Doom Eternal schon geguckt.
Ist ja, mache ich ja, kommt ja immer schon 0 Uhr. Tschüss.